Hallo und willkommen in den neuen Part von Wolfenstein. Hier oben greift meine Hand. Weiß jemand, wie man einen Wagen kurz schließt? Oh oh. Lass dir Zeit. Unser Plan hat zwei Teile. Zuerst müssen wir den toten Winkel erreichen. Sind Sie soweit? Jetzt! Los, los, los! Solange wir hier in der Gischt bleiben, sieht uns keiner, okay? Jetzt zum zweiten Teil. Wir springen, nicht zögern. Tun Sie es einfach. Sobald wir unter Wasser sind, tauchen Sie hinter mir her. Was auch passiert, bleiben Sie unter Wasser. Wenn Sie auftauchen, sind wir alle tot. Hier wimmelt es von Wachen. Nicht drüber nachdenken. Einfach springen. Springen Sie, verdammt! Ja, dann springe ich mal. Geronimo! Na komm schon. Und wieder zu. Das war knapp. Alle meine Waffen sind weg. Das ist nicht schön. Da kann ich das Teil aufladen. Direkt mal ausnutzen. So, wir müssen jetzt irgendwie... Ach ja. Hab dich vermisst, Max. Lass ihn runter, Max. Ganz langsam. Ganz locker, Captain. Das ist Klaus, ist auf unserer Seite. Gehörte mal zum Regime, aber jetzt nicht mehr. Aber wie ist das möglich? Wir sind im Herzen von Berlin. Mitten unter ihnen. Der letzte Ort, an dem sie suchen würden. Hören die uns nicht? Sprechen sie einfach leise, hm? Scheiße. BJ Blazkowicz. Das war ja klar. Nur Sie sind so dumm, am helllichten Tag herzukommen. Madame. Schön, dass du zurück bist, Fax. Carolina, Sie leben. Wenn man in Sackscheißen Leben nennen kann. Drei Wirbel pulverisiert. Und Sie? Schädeltrauma. 10 cm langes Schrapnell in der Rübe. Ist noch immer drin. Darm durchtrennt. Septischer Schock. Zertrümmertes Becken. Gedächtnisverlust. Kriegstrauma. 14 Jahre in der Klapsmühle.
Schön, Sie zu sehen, William. Tja, und was können Sie tun? Was machen Sie denn hier? Auch schön, Sie zu sehen, Thekla. Sie sollten eigentlich tot sein, Fergus Reed. Sie waren 3 Monate weg. Das ist echt seltsam. Keiner kommt aus Eisenwald zurück. Und Sie, eine Ewigkeit spurlos verschwunden. Und ich habe viel über Sie gehört. Angeblich 1946 gestorben. Falschinformationen wie immer. Sie, ich weiß noch nicht mal, wer Sie sind. Seltsame Unbekannte. Also, daran habe ich nicht gedacht. Ich muss mein ganzes Modell überdenken. Schönen Dank auch. Locker bleiben, Lady. Ich höre interessante Dinge aus London. Ich habe einen Ordner mit dem Titel Projekt Flüsterton. Ist aber gerade verliehen an Klaus, glaube ich. Würden Sie ihn mir bitte beschaffen, Captain? Mit Ihnen auf unserer Seite können wir einiges bewegen. Setzen Sie sich doch zu mir, Fräulein Anya. Hören Sie sich durch diese Frequenzen. Wenn etwas London betrifft, notieren Sie die Zeit und schreiben Sie mit, so viel Sie können. Hier sind ein Stift und Papier. Kann ich an die Schreibmaschine? Sie können tippen? Ja, meine Eltern wollten, dass ich es lerne. Ah, bestimmt für Diktate, Rezepte und sowas. Eigentlich nicht. Es hat mir in meiner Zeit an der Londoner Universität geholfen. Für mein Doktorat in Archäologie. Dann kam der Krieg und ich musste nach Hause. Ich war erst 16. Nun, Doktor. Bitte, helfen Sie mir herauszufinden, was dieses verfluchte Regime vorhat. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Erstmal alles, was blinkt und fleucht. Kurz einmal anklicken. Kann ja jeder das Video auf Pause drücken und kann das ja dann in Ruhe durchlesen. Ich in Ruhe, ja. Ich kenne sie nicht. Und ich brauche keine neuen Freunde. Ja, dann nicht. Ich werde mich mal erstmal ein bisschen hier umsehen. Da kommen wir nicht raus. Wollen wir auch gar nicht. Fragen Sie Klaus. Klaus. Ich habe gehört, dass Sie nach dem Ordner zum Projekt Flüsterton suchen. Er ist nicht hier. Offensichtlich. Ja, dann werden wir wohl nach oben gehen müssen. Die einzige Ecke, wo wir noch nicht waren. Ich habe überall nachgesehen, aber ich habe den Hammer nicht gefunden. Hast du ihn gesehen? Max Hass! Oh, der hat aber auch ganz schön was weggeballert gekriegt. Halbe Schädeldecke weg. Hey, wegen vorhin, dass ich so auf Sie los bin. Macht der Gewohnheit. Keine Sorge, Johnny Cowboy. Ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Sie sollten sich besser die Tätowierungen entfernen lassen. Das werde ich, irgendwann. Ich war, wie man so schön sagt, auf dem Holzweg, als ich sie mir stechen ließ. Ja, und leider war ich damals unheimlich stolz auf mich. Aber ich werde noch stolzer sein, wenn ich sie los bin. Kein Regime mehr. Keine Tätowierung. Solange Sie mir im Kampf gegen das Regime nicht im Weg stehen, ist alles bestens. Caroline sucht einen Aktenordner, Projekt Flüsterton. Ah, Max! Beruhige dich, Junge. Max hier spricht nicht viel, aber er weiß über Projekt Flüsterton Bescheid. Eine riskante Operation und er weiß, dass es uns einiges kosten wird. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird. Alles in Ordnung, mein Sohn. Wir werden für dich kämpfen. Caroline meinte, Sie hätten den Ordner. Haben Sie ihn hier? Das war vor 2 Tagen, aber ich habe ihn zurückgebracht. Gehen Sie ins Erdgeschoss. Der Ordner müsste in der Schreibtischschublade in Ihrem Zimmer sein, wo ich ihn gelassen habe. Sehen Sie in Carolines Zimmer nach. Der Ordner müsste in Ihrem Schreibtisch sein. Jo, werden wir gleich machen. Aber vorher gucken wir uns mal die ganzen Fotos an. Sind bestimmt alles die gefallenen Kameraden, würde ich mal sagen. Du
Dieser Raum sieht unbenutzt aus. Vielleicht können wir hier schlafen. Könnte eine Mütze voll gebrauchen. Aber nicht jetzt. Die haben direkt hier eine Bombe. Auch nicht schlecht. Oh, scheiße, Blasco. Ich bin fertig. Ich habe seit Monaten kein Bett mehr gesehen. Scheiße, lassen Sie mich nur eine Minute schlafen. Wecken Sie mich, wenn uns der Himmel auf den Kopf fällt, ja? Oder so. Du kannst sie auch 2 Minuten hinlegen, kein Problem. So, da waren wir. Dann gehen wir mal nochmal hier die Treppe rauf. Kommen wir hier hin. Oh. Aufs WC. Tools. Brecheisen. Überwachungskamera. Oh, die haben sich ein paar von den Haustieren hier zurechtgelegt. Yeah. Sogar die Mitte getroffen. Hier scheint auch noch jemand zu hausen. Ah, da können wir uns auch hinhauen. So, dann gehen wir mal nach unten. Können wir hier... Nein, das machen wir lieber nicht. Unten in der Schreibtischschublade soll es denn sein. Hey, da ist er nicht. Hab schon nachgesehen. Ach ja, und eins noch. Bitte sprechen Sie nicht über Projekt Flüsterton, wenn Max in der Nähe ist. Ja. Er hat uns darüber sprechen hören und es regt ihn unheimlich auf. Hab ich gemerkt. Ein bisschen spät gesagt. Ein Geheimgang. Spielzeug. Was macht das in Carolines Zimmer? Ah, da kommen wir raus. Noch eine kleine Schlafecke.
Tja, wo soll der Ordner sein? Das ist jetzt eine gute Frage. Am besten ich frage den Hyopai nochmal. Wenn es denn geht. Nein, geht es nicht. Da kommen wir nicht durch. Ich wusste, dass das Energie kostet. Ich hab's mir schon fast gedacht. Max Zimmer sein. Ah. Er hat ihn versteckt. Sie ist schon mächtig am Tippen. Vielen Dank, Captain Blaskowitz. Sind Sie bereit für einen Einsatz? Freunde und Kameraden, es ist soweit. Projekt Flüsterton. Es war viele Jahre in Entwicklung. Ein Hubschrauber. Dem Regime ist es gelungen, ihn nahezu lautlos und unsichtbar für das Radar fliegen zu lassen. Anya hat Funksprüche aus London abgehört und in Erfahrung gebracht, dass die einzigen drei Prototypen in der Forschungseinrichtung London Nautica stehen. Mit Captain Blaskowitz im Team können wir einen Angriff wagen. Die Tage, in denen wir uns wie Ratten verkriechen mussten, sind vorbei. Mit diesen Maschinen können wir jederzeit und überall zuschlagen. Wir werden den Wiesenau-Kreis neu aufbauen, uns bis an die Zähne bewaffnen. Wir werden uns erheben und Totenkopf für immer vernichten. Sie glauben, der Krieg ist vorbei. Dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie sich. Ich muss 14 Stunden fahren. Hab eine Nasennebenhöhlenentzündung. Und seit 8 Monaten nicht mehr ausgeschlafen. Also los, Leute. Denn nochmal mache ich das nicht. Du hast Eier aus Stahl, Bobby Bram. Schluss damit. Ich will's einfach nur hinter mich bringen. Emmo, beruhig dich! Komm schon! Mach Sitz! Die Papiere bitte! Danke, Sie können passieren. Fahren Sie. Vielen Dank. Du Dreckschwein. Nette Gegend. Der riesige Schandfleck von einem Gebäude, da ist das London Nautica. Das war mal die Innenstadt von London. Hab hier in den Straßen gekämpft. Erbittert und unnachgiebig Widerstand geleistet. Dann kam das Regime mit dem Auge von London und alles ging den Bach runter. Die können jetzt hier einfach machen, was sie wollen. Haben den ganzen Scheiß eingeebnet und dann dieses Scheißmonster hingestellt. Eine der wichtigsten Forschungsstätten des Regimes. Luft- und Raumfahrt. Echt üble Scheiße. Caroline und die anderen müssten inzwischen am Funkturm sein. Sehen Sie ihn? Anya sitzt am Funkgerät in Berlin. Hiermit können Sie sie erreichen. Hier steigen Sie aus. Bis dann, Blaskowitz. Vergeigen Sie es nicht, okay? Ich gebe mir Mühe. Oh nein. Wow. Autsch.
an Ihnen, Blaskowitsch. Wir gehen auf der Spitze des Funkturms 7 Straßen von Ihnen entfernt in Stellung. Sie müssen irgendwie bis zur obersten Ebene des Nautica vordringen und die Hangartüren öffnen. Dann komme ich mit den anderen Piloten hinein. Bringt ihr sich einfach um. Da blinkt was, ich sehe es. War da gerade ein Läufer? Ich könnte schwören, dass ich was gehört habe. Nein, nicht absetzen, Schade. Ich sag doch, ich habe was gehört. Kann die bestimmt nur wieder durchsliden. Sag ich doch. Eben, hau ab! Der Köter, der kann ja aber auch nicht in Ruhe lassen. Kommt der schon wieder angelaufen? Ach, das gibt's doch gar nicht. Das bedeutet rennen und durch. Da geht einmal mächtig auf den Keks, der Köter. Na endlich. Meine Fresse. Ich habe hier die Baupläne des Gebäudes. Ist ein langer Weg nach oben. Oh, da läuft noch einer rum von denen. Danke für die Munition. Das war Pech. Muss wehgetan haben. Ach, nicht doch. Irgendwie habe ich das Gefühl, der macht mir Ärger.
Der ist auch noch mit Granaten bewaffnet. Ah, jetzt haben wir ihn. Meine Güte. Ich glaube, dann kann ich mir das Schleichen erstmal sparen. Die Säcke. Muss ich mich am besten in diesen einen Raum zurückziehen, da habe ich vielleicht bessere Deckung. So kann ich ja von zwei Seiten angegriffen werden, das ist nicht gut. Okay, Granaten. Den sacken wir uns auch ein. Rüstung. Ah, hier ist schon mal, der Raum ist schon mal sehr gut. Ist das? Komm, noch eine. Dafür haben wir die doch. Haben wir sie jetzt? Nein, wir haben sie noch nicht. Keine Rüstung. Ein paar Granaten haben wir noch hier. So, was sagt denn jetzt mein Waffenbestand? Okay, verbleiben wir erstmal so. Da ist auch noch Munition. Nicht doch. Erreicht. Rüstung. Können wir das Teil mitnehmen? Oh, wir werden es brauchen. Yeah! Okay. Ist heiß gelaufen. Das noch mal jetzt? Ja, es geht. Haben wir es jetzt? Ich denke schon. Mal schnell die ganze Munition einsacken. Nette Waffe.
haben wir denn da? Ich konnte nicht widerstehen. Ich glaube, den werde ich wohl ausschalten müssen. Medipack brauche ich nicht. Zur Zeit zumindest noch nicht. Aber ich werde auch nicht die andere Waffe nehmen können. Ich glaube, da muss ich wohl runter. Auch wenn ich nicht will. Varro betäubt von der Granate. Das kann ich mir halt jetzt nicht erklären, warum er sich nicht bewegt hat. Oh, eine neue Waffe. Sehr gut, Rüstung. Dann schauen wir uns mal unser neues Spielzeug an. Nee, das war's nicht. Das war's. Nice. 10 Schuss, das scheint ein Scharfschützengewehr zu sein. Ach, hier waren wir doch schon. Loslassen. Ach, dann geht die Tür wieder zu. Sehr gut. Funktioniert. Netter Ballermann. Hier scheint keiner mehr zu sein. Außer die Kackdinger. Da oben schleicht auch noch einer rum. Oh, irgendeiner ballert mich hier ganz schön ab gerade. Der geht mir auf die Nüsse. Jetzt müssen wir hier erstmal um die Scharfschützen da oben kümmern. Da kommen wir nicht durch, da ist Glas. Den haben wir. Den haben wir auch. Den auch. Jetzt haben wir ihn. Und um den kümmern wir uns jetzt direkt. Klar komme ich die Treppe hoch. Geht ja nicht anders. So, Munition haben wir wieder. Blinkt auch noch was, ne, oder? Ihr seid echt lästig.
schon sagen, hier hat da was geblinkt. Hier ist auch noch. Was haben wir denn da? Rüstung. Da muss ich doch am besten hier noch mal alles absuchen. Schalte ich mal wieder um. Du spinnst wohl. Ich habe Sichtkontakt. Jetzt nicht mehr. Na komm, ich warte. Ach du. Mal nachladen, die Superwumme. Was haben wir hier sonst noch? Messer? Siehst du den Flugzeugwartungsbereich? Sie ist im Sternenfeld, ziemlich weit oben in der Kuppel. Kannst du sie irgendwie erreichen? Wie? Was? Ach da. Ja, da komme ich bestimmt irgendwie hin. Springe ich doch einfach mal ganz flott, wie ich bin, hier drauf. Und dann da runter. Ist das? Nun ist Ruhe. Ich dachte, jetzt ist Ruhe. Dann nehmen wir mal die. Hoffentlich sind die Fahrstühle durch die Explosion nicht beschädigt worden.
Nö. Kein bisschen. Sind alle in Ordnung. Da müssen wir hin. Und wie soll das bitte schön vonstatten gehen? Da soll ich da jetzt wohl nicht etwa rüberspringen, oder? Das schaffe ich doch nie. Doch, schaffe ich. Haben wir es jetzt? Ich glaube, hier unten bin ich besser mit der aufgehoben. Nein, nicht mit der. Mit der. Wäre ich mir nicht so sicher. Wieso wusste ich das? Fahrstuhlbremsen ab. Was soll da schief gehen? Einfach aufs Gegengewicht stellen. Dahin meinst du? Dann mache ich das doch mal. Nicht doch! Oh. Ich wollte nur mal runter gucken. Hoffentlich sind die Fahrstühle durch die Explosion nicht beschädigt worden. Sicherheitsbremsen, vier Stück. Eins. Schieß die Fahrstuhlbremsen. Zwei. Schief gehen. Einfach aufs Gegengewicht stellen. Drei. Vier. So, diesmal gucken wir da nicht runter. Kein Bock, da nochmal abzustürzen. Ich habe was entdeckt. Was denn, William? Uralte Artefakte. Alles hochtechnologisch. Pergament. Sieht nach einer alten Schrift aus. Das Regime scheint das Zeug rekonstruieren zu wollen. Gibt es Hinweise, woher das stammt? Dat ye should. Doc Abel Apostroph. Abel Tier Leerzeichen. Yoke Item Charlie How Uncle Doc. Vielleicht finden Sie was in unseren Archiven, Anja. Suchen Sie nach Querverweisen zu Dat Ye Should. Wird gemacht. William, sei vorsichtig. Sie gefällt mir, Blasco. Guter Fang. Nehmen Sie so viel von diesem Dat Ye Should Zeug mit, wie Sie tragen können. Wird gemacht.
Und wie es hier weitergeht, wie immer, im nächsten Part. Bis dann.